David, Nico und Stefan vom Kommunalen Ordnungsdienst Fürth sind in einem Park unterwegs. Es gab eine Bürgerbeschwerde. Unterwegs zum eigentlichen Einsatzort ahnten sie weitere Regelverstöße. Der Herr. Hallo. Hallo. Der Hund muss an die Leine. Sie haben keine. Ja, dann kriegen wir mal die Personalien. Einmal die Personalien bitte zu mir. Darf ich mal vor zu mir zum Auto, weil ich habe mein Auto doch her. Ja, Sie können uns die Personalien dazu geben. Ja. Was ist denn? Sie wollen mir keine Leine haben. Bitte? Warum hast du eine Leine dabei? Stehe ich schon wieder vor ihm? Nö, hab ich nicht. Ich habe keine. Grünanlagensatzung der Stadt Fürth. Das weiß ich, da kann ich jetzt wieder nicht sagen, dass ich das nicht kenne. Okay, also der muss ein bisschen Abstand haben, vielleicht. Ja. Okay. Ja, genau. Ja. Ich habe bloß für ihn keine Leine dabei, weil ich bin mit dem Taxi heute drin. Okay. Sie kriegen dann, das ist eine Ordnungswidrigkeit, Sie kriegen Post von uns. Okay, alles klar. Wie hoch ist die Ordnungswidrigkeit? 35 Euro. Ach, Sie kennen sich aus. Also so möchte ich das nicht behaupten. Ich habe es einmal gekriegt im Südstadtpark. Gut. Okay, also schönen Abend noch. Ne? Ja. Schönen Abend noch. Also, wir gehen. Okay. Schönen Tag noch. Bist du da hinten schon gewesen? Nein, noch nicht. Endlich erreichen sie die Gruppe, über die eine konkrete Beschwerde eingegangen ist. Grüße, hallo, die Herrschaften. Wir haben Beschwerden, dass sie hier seit einer Woche kampieren. Habe auch Bilder. Polnisch noch Deutsch. Ja? Deutsch. Haben Sie mal einen Ausweis für mich da? Ausweis? Ja, Dokument, beide. Sie zwei wohnen jetzt momentan hier, oder was? Ja. Was sind Sie einlassen worden? Aus der JVA? JVA Asbach. Sie? Ja. Oder Sie? Er. Nur er? Okay. Und richtiges Dokument haben Sie nicht, oder irgendwas? Nein. Okay. Nein, dann gar nicht. Ich muss nach München das Dokument holen. Konsulat. Ah, Konsulat, okay. Konsulat. Termin. Ja. Wie gesagt, das hier zu leben oder irgendwas ist ganz schlecht. Ja, ist schon klar. Ja, ich würde Sie bitten, das heute dann abzubauen. Ja. Wie gesagt, ich habe halt Bilder gekriegt hier von diesem Unterschlag und so weiter und das geht halt in dem Stadtgebiet. Ja. Ja, ist leider untersagt. Ja. Die Strafe sparen wir uns heute mal. Ja. Wir räumen später auf. Ja, und dann einfach andere Bleibe suchen. Ja. Ja, oder vielleicht in der Hirschenstraße, dass sie unterkommen. Ja, da ist ein Obdachlosenasyl. Oder vielleicht in Nürnberg bei der Bahnhofsmission mal gucken. Okay. Ja, wenn sie nichts haben. Ja? Ja, wie gesagt, es muss keiner auf der Straße schlafen. Okay? Okay. Ist natürlich schöner hier am Wasser, verstehe ich Sie. Ja, natürlich. Ja? Alles klar, Alkohol oder irgendwas dabei? Nein. Nix? Okay, und das alles wird sauber gemacht, okay? Ja, na klar, wir räumen immer auf. Ja? Und grillt habt ihr auch hier? Nein. Nicht? Was ist das da hinten? Das gehört nicht euch, oder? Die Lampe. 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 Okay. Aber die stand schon da. Ja, alles klar, das räumt ihr dann zusammen. Okay? Ja, machen wir. Ciao. Die Verstöße, es war einmal das illegale Grillen, das kostet zwischen 30 und 55 Euro. Dann war das einmal der Hund, der freigelaufen ist, das kostet 30 Euro. Als Erstverstoß wird es mehrmals von der jeweiligen Person gemacht, bis zu 55 Euro. Ja, und Alkohol in der Grünanlage ist auch immer zwischen 30 und 55 Euro, es hängt immer von der Situation ab. Was für ein Alkohol, wie viel Alkohol, ist derjenige kooperativ oder ist er nicht kooperativ? Für Stefan, Nico und David geht es weiter. Wieder gehen sie einer Beschwerde aus der Bevölkerung nach. Also fahren wir jetzt mal zu den Stühlen dahin, oder? Die ich da gesehen habe bei der Welche Parkplatz. Stühle? Da ist doch der Parkplatz, hat jemand privat einfach abgesperrt. Und das ist Verbringen von Gegenständen in den öffentlichen Raum. Was denkst du dir vor? Ich denke mal wieder am Umzug oder irgendwas, dass die da genau vom Haus parken dürfen. Auf einem Parkplatz hat jemand Stühle abgestellt. Die Vermutung, der Platz soll dadurch für einen Umzug frei bleiben. Na ja, Foto. Genau. Der David macht jetzt erst einmal ein Foto. Und dann schauen wir mal im Haus rein und fragen mal die Nachbarn, wem das gehören könnte. Ne? Also hier, das ist öffentlicher Parkraum, ja, und dafür braucht man Sondergenehmigung.
Sondernutzungsgenehmigung laut der Stadtsatzung, damit man hier einfach selber in Umzug darf man nicht die Stühle hier einfach rausstellen. Und jetzt habe ich hier mit dem Handy erstmal die Beweise gesichert. Ja, und jetzt schauen wir, wer hier einen Umzug macht. Und die Stühle verbringen wir wieder auf den Gehweg. Also ich glaube, da ist jemand daheim. Ich glaube, im Erdgeschoss ist jemand daheim. Klingeln wir einfach, ich gehe einfach rein. Oh, es ist schön kühl. Grüße, hallo, da kommt der Ordnungsdienst der Stadt Fürth. Die Sache ist die, da draußen hat jemand Stühle hingestellt, wie hier im Umzug. Ja, und wollte sie die obere aus? Erster Stock? Nee, ganz im vierten Stock. Okay, wissen Sie, wie die heißt? Grüße, hallo. Hallo, nur schau, wie es passt. Die hier? Ja. Okay. Wieso, Alter, kann ich schnell dann aufstehen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay. Schauen wir mal hoch. Ja. Ich klingel mal, ja? Ja, sehr gut. Wenn sie jetzt nicht daheim ist und sie fragt, warum die Stühle jetzt weg sind. Wo wollen wir am Park- Ja, am Parkplatz, das darf sie nicht. Und jetzt geh mal hoch. Ja, ja. Nein, früher war das auch schon so, aber früher hat keiner drauf aufgeschaut. Ne? Stefan, ja. Du brauchst gar nicht hochgehen. Warum? Ich habe schon geklingelt, da macht keiner auf, die sind nicht da. Ich sage herzlichen Dank. Ne? Und kein Problem, ich bin erschrocken, was an mich aufsteht. Nein, sie haben nichts angestellt. Ebenso. Ja, also in dem Fall geht es jetzt so weiter. Wir ermitteln dann über das Ordnungsamt und über unsere internen Ermittlungssachen, wie die Dame eben heißt. Und dann kriegt ihr eben von uns eine unerlaubte Sondernutzung und das bewegt sich so zwischen so 40 bis 55 Euro. Ne? Und ja, sie wird jetzt dann in den nächsten Tagen Post kriegen. Normalerweise muss das Ganze beantragen hier im Bürgeramt. Und so eine Sondergenehmigung kostet so, ich glaube, um die 20 Euro oder 10 Euro. Ja. Ne? Sowas in dem Dreh. Und wenn halt sowas öfters vorkommt, wenn die Leute das halt öfters machen, dann ist das nicht mehr Verwarngeld, sondern ist das wirklich schon Bußgeld. Das geht dann schon bis 1000 Euro. Ne? Okay. Schauen wir beide. Wollen wir die an die Hauswand stellen? Ja, stellen wir es an die Hauswand. Ja, jetzt werden wir dann später nochmal vorbeifahren und die Stühle stehen wieder da. Das ist dann schon mit Vorsatz, weil es dann weiß und dann geht es gleich ins Bußgeld. Also dann sind es auch nicht mehr Verwarngeld 55 Euro, sondern dann muss mehr zahlen. Erstens mal ist es ja nicht verboten, dass man umzieht oder irgendwas und das ist ja auch total legitim. Nur das Ding ist einfach das, dass hier mit den Stühlen erstmal der Parkraum weggenommen worden ist. Ja, das ist halt ein Problem. Die Leute sind halt einfach, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu faul, dass sie diese Sondernutzung einholen und dann einfach selber das Heft in die Hand nehmen und dann hier Parkraum absperren, damit sie mit dem Umzugswagen hinfahren können. Die Bewohnerin des Hauses muss mit einem Verwarngeld von 55 Euro rechnen. Stefan, Nico und David sorgen weiter für Ordnung im Fürth.